Hallo und herzlich willkommen bei Golden Exiles. Aha. Das war ein merkwürdiger Akzent. Ich kann ihn gar nicht richtig zuordnen. Gemischt, alles. Alles und alles und alles nichts. Gemischt. Ich habe jetzt endlich ein Dorf gefunden. Schön. Oben. Oh, ich bin Level Up. Yeah, einfach so durchs Rumlaufen. Aber ich glaube, ich habe den falschen Eingang oder noch gar keinen gefunden. Wow, den falschen, gar keinen Eingang gefunden. Das klingt doch voll vielversprechend und so. Gut, ne? Ich muss die ganze Zeit klettern, das ist mir nix. Hier ran auch welche rum? Ach, 43 Mist. Ich weiß hier oben gerade nicht zurechtzukommen irgendwie bei der zweiten Etage. Level 1? Ich bin so weit gelaufen und habe Level 1 der Bogenschütze. Enttäuschend. Ja, also das ist echt fies. Wenn du ordentlich finden willst, weiß auch nicht. Da musst du wirklich dich umsehen. Ach, jetzt bin ich hier hinten. Hier waren wir schon mal. Da waren wir schon mal, sagt sie. Ah, wer ist denn das? Der Ort der Finsternis. Bei Knochenbrechers Flanke da so. Knochenbrechers Flanke. Mhm. Ah ja, ich hab zumindest eine Ahnung, wo das ist. Ja, wo du unten und oben gucken konntest, links und rechts, da in diesem komischen Tempel, Höhle, Steingedöns. Aha. So, so. Das finde ich ja schön. Ich nur wissen, was Renewan hier haben wollte. War jetzt doch noch. Muss sie einen Balkon hinbauen? Ich weiß es nicht. Moin, moin, ich wäre wieder da. Ah, da ist er ja. Ah, passend zum Folgenanfang. Na, das passt. Ja, das passt. Hab mir mich gerade überlegt, wie du hier dein Dingens haben wolltest. Ich habe gerade mein Dingens dabei, aber ist das für dich breit genug hier oder wie oder was? Naja, ich sag mal so, ich wollte mir hier noch wenigstens eine weitere Schmiede reinstellen. Also von daher, ja, würde ich sagen, das passt. Die kann hier vorne auf dem Balkon rauf oder so. Also im Sinne von, ich mache jetzt hier, wo ich jetzt draufstehe, den Balkon. Ja. Und dann hier, wo du jetzt draufstehst, quasi den Durchgang zum Balkon hin. Ja, ganz genau. Du kannst ja auch gerne noch eine so eine Reihe noch ranbauen, dass das hier vorne noch ein bisschen weiterkommt. Musst du mal Muss ich mal wegen der Stabilität mal gucken, was überhaupt geht. Das weiß ich gerade gar nicht genau. Aber ich hatte ja gerade Stützbalken runtergesetzt. Das müsste theoretisch funktionieren. Also Stabilität muss man auch noch gucken. Ja. Hm. Also man kann irgendwann, wenn du einfach so baust, wie ich gerade dann, nicht weiterbauen, weil du dann merkst, es wird zusammenfallen. Dann baust du eben Stützbalken hin und wenn du ihn abreißen würdest, dann fällt alles automatisch zusammen. Also es hat bedingt Physik dabei, ja doch. Ach so, na gut, okay. Dann mach mal so, wie du meinst, dass das das passt. Bin mir ja selbst nicht sicher, aber ich könnte noch einen Versuch... Oh, sieht auch ein bisschen blöd aus irgendwie. Ich mach mal einfach so, wie es dann aussieht. Das geht doch, das ist auch netter. Ja, so ist super, so mach ich das. Drüben genauso, da bin ich zufrieden. Zack, zack, zack. Zack, zack. Der ist eigentlich noch da. Der ist noch da. Ist irgendwie. So, dann brauche ich ja jetzt wiederum anderes Zeug für das andere Zeug. Ekelhaft. So ekelhaft. Bam. So, Renewan, wir brauchen ganz viel Steine. Wir haben keine Steine mehr. Nix. Nada. Ja, keine Steine mehr. Ich wollte mir gerade welche machen. Wollte gerade welche wieder reinschmeißen. Mach dir ruhig ich welche. Bekomme. Na gut. Nee, Steine alle. Kiefer brauchen sich so extrem schnell, wenn man was machen möchte. Und wir könnten eigentlich auch schon wieder Eisen holen irgendwie, aber ich glaube, es ist gerade schlecht. Wir müssen mal andere Dinge tun, als Eisen holen. Ich würde schon gerne das Haus mal ganz gern fertig haben irgendwann. Daher, naja. So, was macht Samira gerade? Kämpfen. Aha. In dieser Höhle. In der Höhle? Was sie doch meinte. Ist da Schwefel in der Höhle? Bring ein bisschen Schwefel mit noch, wenn du schon mal da bist. Ich bin total voll. Hier ist ein Jogpriester. Achso, also doch nach Religion aufgeteilt. Ist ja anstrengend. Wobei ich gar nicht weiß, was der Priester macht im Dingens selbst. Na, du kannst bestimmt ein paar neue Rezepte oder... Weniger Ressourcen beim Aufbauen? Ich habe keine Ahnung. ich auch so, aber ich denke so, alle anderen Rezepte oder verkürzen der Zeit zur Herstellung. Ja, das kann sein. Wobei ich es im Tempel jetzt nicht so als super wichtig ansehe. Das ist ja eine Sache, die wir... Nee, aber wir hatten ja einen Mitra-Priester drin. Hauptsache du hast einen, wa? Ja, ah, ja. Genau. Typisch. Hm. Ellenbogengesellschaft hier, doch. Man glaubt es nicht. Naja, ich bin keine Gesellschaft, aber okay. Doch, bist du. Eine Ein-Mann-Gesellschaft. Frau. Zimmermann haben wir schon, ne? Ja.
Frag mich nicht, aber... Ja. Ich glaube schon. Doch, Level 2, glaube ich, habe ich sogar drin. Das kann ich echt nicht sagen. Wobei ja, ich glaube, Zimmermann bei zwei verschiedenen geht, ne? Also hier... Bei der Werkbank also des Zimmermanns habe ich einen Level 2er drin und bei der neben der Werkbank eines Handwerkers ist auch ein Zimmermann drin, Level 1. Also meinst du, bei mir würde es auch gehen bei Rüstung? Nee, nur diese beiden, glaube ich, gehen mit dem Zimmermann. Aber ich habe auch nie einen Rüstungsmeister gesehen, glaube ich. Ich schon, nur nicht in diesem Spiel. Doch, doch. Gibt's auf jeden Fall. Oh, Hinterrücks erschlagen. Hinterrüstmeister Rücks. Hinterrücks. Und er steht noch. Geil. So, Außenseite ist falsch. So. Der Fari-Schwert war es nicht so gut, ne? Frag mich nicht, du. Nee, Gesundheitsschaden 16, nee, war auch nicht. So. Das noch dazu. Und das dazu. So. Ach, Künstler. Da drehen wir mal diesen kleinen schönen Balkon, ist doch ganz nett. Das sieht gut aus, ja. Siehste. So, mach ich den Rest da mal zu. Na, Mist! Oh, ich hasse das, wenn es passiert. Und abreißen. Plopp. Hm. Plopp. Sag mal, gibt's auch irgendwie eine Möglichkeit, nachdem wir da mal mehr tragen, muss ich ja gar nicht. Ich muss ja eher gucken, ob ich generell einfach mehr tragen kann. Na, Belastbarkeit erhöhen eben oder diesen. Ach, verdammt. Diesen Rucksack mitschleppen. Den die Sklaven haben. Dim. Davon liegen noch zwei neben der Schmiede da in der Kiste drin. Ach, haben wir schon ein Gerber? Aua! Hilfe! Moment, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Gerne mitbringen. Ja, ich versuch's. Ich krieg die gar nicht auseinandergehalten, die beiden. Hol uns Sklaven! Hol uns Sklaven! Du bist bestimmt bescheiden, was wir hier so machen, oder was? Reiß ich das nochmal ein und baue sowas hin? Ich bin unentschlossen. Nee, das bleibt so. So und so. So, meine Güte. Na, kommst klar endlich da bei dir? Ja, ich war ein bisschen viel auf einmal eben. Aber die eine, die ich hier schon mal bewusstlos brauche. Immer schön bewusstlos prügeln. Da fällt mir eigentlich, ich weiß gar nicht, ob die auch irgendwann aus dieser Bewusstlosigkeit wieder aufwachen von sich aus. Ich denke schon, dauert auch ein bisschen. Ich würde es auch denken, ich habe es bisher auch nicht erlebt. Noch hier. So. Schade, ich glaube, Conan Exiles hat sich bei mir gerade aufgehangen. Das ist aber schade, wirklich, tatsächlich. Ja. Oh, naja, ein Träger. Was auch noch. Zuchtmeister. Ah! Hilfe! Ach, verdammt. Zuchtmeister, ja, so Gerber. So einen brauchen wir. Zuchtmeister, eindeutig Zuchtmeister, damit alle anderen nachher schneller gehen. Oder ist so ein Kellner, der noch vorher stirbt. Oh, der Kellner ist weg. Aua! Hilfe! Ja. Zuchtmeister ist nicht ohne. Zuchtmeisterin ist nicht ohne. Zuchtmeisterin. Bam! Zack. Oh, nein, ich habe sie runtergeschmissen. Verdammt, doch nicht. Aber sie liegt bewusstlos irgendwo unten. Du machst das schon, Samira. Ja. Oh, verdammt. Da. Das heißt innen. Rüstungsmacher, ach, hier ist auch echt alles eh. Könnt ihr mal herkommen? Oh, ich verdurste gleich. Hilfe, ja. Ich bin gerade völlig ich komme nicht, nein. So. Verdammt, ja, was mach ich denn jetzt? Weiß nicht, schreien, sterben, irgendwas in der Richtung vielleicht? Jetzt würde ich jetzt spekulieren? Sie noch mal herlaufen, das ist ja echt nicht schlecht. Wo ist die jetzt? Da. Meine Herrschaften, es ist anstrengend hier. Ah, oh, das okay, gibt es also doch nicht. Ich bräuchte gleich mal Gesellschaft beim Schleppen des Sklaven. Rene war mäßig freiwillig, glaube ich. Ja, erstmal muss ich mal gucken. Wahrscheinlich muss mal gucken, wie das wird. Da ist hier außen. Also, aha, jetzt geht ohne. Doch. Nee, ich muss mein Trinken auffüllen. Ich bin fast am Verdursten. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass Conan sich bisher bei mir noch nie aufgehängt hat.
glaube auch eher, dass das vielleicht gerade an Steam hängt, weil Steam auch irgendwie doof verhält. Hm. Böses Steam. Naja, wird Zeit für ein PC-Upgrade. Irgendwann mal demnächst. Finde ich gut. Vielleicht mache ich das auch gleich diesen Monat nochmal. Nee, nicht diesen Monat, den nächsten Monat. Zack. Immer schön Updates. Nee, jetzt reagiert er wieder flüssig. Das war offenbar nur ein Problem mit Steam. Ja, dann passiert das manchmal. Herzlichen Glühstrumpf. Ja. Es gibt Schlimmeres. Das stimmt nicht. Das lügt nicht. Nein. Das geht auf keinen Fall schlimmer als das. Immer diese Leute, die alles runterspielen müssen. Nee, nee. Zack. Ja, ja. Ja, ja, nee, nee. Nee, nee, ja, ja. Zack, zack. Ich brauch noch viele Steine. So. Ich muss trinken. Das Wasser. Gute Idee. Oh, nee, ich muss gar nicht. Ich mach's trotzdem. Luxus aber nennt man das. Ich bin gleich kurz vor Ende. Oh, oh. Bis vor Ende, oh, oh. Ich verstehe. Ich verstehe vollkommen. Ich kann nur schmeißen, die Wasserkugel kann sie nicht trinken. Was du bist. Schnell zum Wasser. So, Rene, war in deinem Zimmer, habe ich soweit fertig, was die Wände angeht und die Einkreisung? Das ist doch schön. Hab dann gleich nebenan noch ein Zimmer und noch ein Zimmer. Okay, das könnte einiges erklären. Aha. Ja, ich weiß nicht, die Unreal Engine hat bei mir immer die Tendenz, sich, sich aufzuhängen. Ein bisschen zuzuhören im Arbeitsspeicher. Ich weiß auch nicht noch. Hm, das habe ich mit Unity, zumindest was Seven Days to Die betrifft. Siehst du, das habe ich lustigerweise mit Unity nicht, aber vielleicht ist das auch. Das ist aber auch ein bekanntes Seven Days to Die Problem, also wird nicht zwangsläufig nur an der Engine liegen. Ja, nee, das ist... man muss bei Unity tatsächlich ordentlich aufpassen mit der Garbage Collection, habe ich festgestellt. Da ist in der Beziehung die Unreal Engine vielleicht doch ein bisschen besser für den allgemeinen Fall. Tja. Ich bin sehr weit weg von zu Hause. Oh, sehr weit weg. Sag mal wo. Bei den Wächtern. Oh, das ist weit weg. Das ist bei der zerstörten Brücke, ne? Mhm. Server Message of the Day, dunkle Grüße, das ist ja niedlich. Was? Achso, bei Server Message, nicht bei Clan Message. Okay, ja, das kann schon sein. Das, ich weiß gar nicht, das Motto des Clans hat das irgendwas mit, ich weiß gar nicht, was habe ich geschrieben? Hm. Ah ja, genau. Hallo Bitches, das war's. Ja, naja, ich meine, wichtig ist ja, dass man mal was reingeschrieben hat, ne? Richtig. Cool, ich bin gerade aus, cool, ich bin gerade aus dem Bogen gewachsen. Ekelhaft, das klingt nicht gut. Ja, sehr hart. Hör mal auf damit. Das wäre so eine Pflanze oder sowas. Hm. Ja. Ich hoffe, das Seil hält bis nach Hause. Ich muss mal mehr als eins mitnehmen. Kannst du noch ein zweites reinmachen? Ich habe keins mit. So. Wir haben immer noch keine Säuberung gehabt bisher. Ich verstehe es nicht. Au! Entschuldigung. Nein, nicht angreifen. Ich habe Sklaven dabei. Ich guck mal eben. Aha. Kann ich ansonsten auch noch eine Leiter mir nach unten bauen oder so? Eine Leiter? So eine Treppe meine ich irgendwie. Oder ist das von außen keine gute Idee? Ich glaube tatsächlich gar nicht mal so geil, Opala. Ich glaube gar nicht mal so geil tatsächlich. Ja, man kann sich doch einen Lift bauen oder sowas. Das wäre auch noch eine Idee. Dass du mit dem Aufzug hochfahren kannst. Wenn man sowas hat, ne? Ja, also machen kann man es auf jeden Fall, wie gesagt. Ob das jetzt so sinnig ist, weiß ich allerdings nicht. Zumal ein Aufzug auch ziemlich lange nach oben fährt, tatsächlich. Oh, da hab ich was gehört. Irgendwer ist gestorben. Au! Ich glaube, Samira war's. Was ist denn hier los? Weiß ich nicht, ich sehe dich nicht. Ich höre nur irgendwas. Unsere Sklaven machen das schon. Oh, Tatsache. Ach, eine Hygiene hast du mitgeschleppt. Ist ja süß. Jetzt Sklaventreiber, nicht Zuchtmeister, aber ist das dasselbe, ne? Gut. Sollte so. Ausgleich hinauslaufen letztendlich, ja. Oh Gott, wie ich so vorsichtig.
Hast du voll gut gemacht. Ich brauche jetzt wirklich jemanden, der gleich mitkommt. Renewan meldet sich freiwillig. Davon hätte ich aber was gehört. Siehst du? Da hast du es gehört. Nee, aber mit Erfahrung vielleicht? Mit Erfahrung? Renewan ist dein Mann. Ich bin noch am Haus fertig bauen. Hauptsache, er schleppt sie mit zurück. Ich mag gerade gar nicht weg hier von meinem Haus, ehrlich gesagt. Solange ich noch keine Symmetrie geschaffen habe. Meine ganzen Sachen reparieren hier. So. Na. Der Tod kriegst du. Ich brauche nur eins zum Schleppen. Alles gut. Eins zum Schleppen. Du meinst das vom Sklaven oder was? Ja, genau. Weil es ist noch ein. Wenn noch reinpassen. Hier passt doch was rein bei uns? Wieso? Ist alles voll, dachte ich. Na, den Zuchtmeister habe ich reingeschmissen. Und da passen doch vier ins große Rad, oder nicht? Ach, sie schon rausgenommen worden? Anscheinend. Ich war nicht dabei. Nee, einer ist fertig. Also zwei passen da noch rein. Nee, da war doch jetzt noch, was waren da noch? Rüstungsmeister und er war doch noch da. Ja, ein Träger ist noch Gerber. Drin. Gerber und Rüstungsmeister. Achso, die hier liegen, meinst du? Da in der Höhle. Wie gesagt, zwei passen noch rein. Aber sonst ist hier alles voll. Nee, drei. Ich habe noch ein kleines Rad, wo noch nichts drin ist. Da passt auch noch einer rein, notfalls. Sehr schön. Aber Kapazitäten für drei Leute haben wir gerade. Fällt mir an, mein Terra ist doch Level gestiegen. Mal gucken, wie es aussieht jetzt. Ah ja, hat sich optisch, glaube ich, gar nicht verändert. Oder? War es vorher auch schon? Ich weiß nicht. Egal. Aha, aha, aha. So. Keine Ahnung. Voll langweilig. Ah, sieht langsam noch was aus, wenn man so weitermacht. Siehst du, einer guckt. Renewan, kommst du mit? Wo ist er denn? Ich bin gerade im Haus. Dein Auto. Der ist völlig wahnsinnig. Ich würde aufpassen bei dem. Ich glaube, ich brauche wieder Fundamente hier. Ohne Stein ist schlecht. Stein, 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 Stein. Zack, zack. Ich steige echt wenig Level, wenn ich nebenbei Stein sowas abhau immer bloß. Aber naja, was soll's. Man kann nicht immer alles haben, wa? Ich wollte auch sagen, das war ganz spannend. Wir brauchen Eisen. Errisch. Aber hast du im Chatfenster wäre ich ein bisschen blöd bei Conan tatsächlich. Das ist vergleichsweise anderen Spielen besser gelöst. Ich kann einfach mal kurz mal gucken. Machen wir mal eine Leiter. Ich dachte, wir müssen mit Hunde zurücklaufen. Machen wir es auf nächste Folge? Nächstes Mal, oder? Nächste Folge, nächstes Mal. Ja, jetzt lohnt sich nicht auf die Folge. Sag ja. Na, musst du wissen. Ist dein Vorhaben. Hoho. Na, wie viel Zeit ist denn jetzt noch? Die Zeit ist im Blick. Eine knappe Minute. Next, ne? Max selbst, ne? Okay. Blub, blub. Dann nächstes Mal. Ja. So. Der weg damit. Braucht man denn dafür, dass man eine Leiter irgendwo anpacken kann? Oh, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Steinkiste ist alle. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da bei dir gerade wegen der Stabilität gar nicht funktioniert. Weil du quasi in der Luft schwebend bist da. Hier steht. This needs to snap to an existing building piece. Oder muss ich dafür vielleicht diese Lücke konstruieren im Boden? Die Luke glaube ich eigentlich weniger. Leiter oder Treppe jetzt? Leiter. Doch, ja, da brauchst du so eine Bodenluke. Stimmt. Ich habe die mal gesetzt auf jeden Fall in unserem anderen Haus auf dem Nicht-Let's Play-Server und das war relativ kompliziert und nicht ganz eindeutig, warum es so und so nicht geht. Also das kann unter Umständen echt ein bisschen komisch einfach sein, ja. Bisschen tricky.
Arbeiten auch nochmal bauen. Plopp. Plopp. Sag mal, Sephiroth, würdest du mir hier aus dem... dort, wo meine Kiste steht, da rundherum mal einen Lagerraum bauen mit einem Zugang hier durch die Wand? Moment, Moment, Moment. Am besten hier so. Ich würde mich gerne daneben stellen, um es auch zu realisieren. Nochmal was? Hier einfach einen Durchgang reinmachen und dann hier vier Wände rum, einmal so. Ach so, ein Raum am Raum quasi, ja? Genau. Das kriegen wir hin. Zack. Das klingt super. Mache ich aber jetzt nicht mehr, sondern die Folge ist zu Ende, dann beim nächsten Mal oder so. Ich meine allgemein. Okay. Na gut, liebe Leute, ihr habt's gehört. Das war's. Game over. Bis zum nächsten Mal bei Conan Exiles. Ciao. Ciao. Tschüss.